Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. So, wenn ich jetzt mal richtig umgeschalten habe, kann es dann auch sofort losgehen. Okay, die Pyramide. Nach Abschluss des letzten Rituals beginnt die Astralebene einzustürzen. Der Rat gibt keine Antwort mehr und Jesse sitzt in der Falle. Ein Kristall erscheint und bildet eine Brücke, über die Jesse zurück in das Fundament gelangt. Jesse spricht mit der besorgten Emily Pope am Knotenpunkt. Der Nagel ist repariert, doch der Astralriss wächst weiter. Jesse will trotz Popes Warnung etwas unternehmen. Und das ist genau das, was das letzte Mal passiert ist. Es war sehr chaotisch hier. Ja, und ich glaube, wenn ich mal auf die Karte schaue, muss ich entweder hier rein oder herunter. Ich gehe mal zweitens davon aus, wenn ich hier runter mache. Wie viel tiefer geht denn das Fundament? Das frage ich mich auch. Das habe ich mich bei dem Lagerhaus schon gefragt, wie hoch das geht. Eintrittstag fürs 118. Ich bin verändert. Noch weiß ich nicht wie oder warum. Ich brauche kein Werkzeug, um die Adern des Hauses zu erkennen oder das Atmen zu hören. Ich fühle, wie sein Blut unter meinen Füßen brodelt. Meine eigenen Zeichnungen zieren die Wände. Ich will ein Rätsel lösen, das das älteste Ja, Haus mir zuflüstert. falls euch was aufgefallen ist, ich habe mich umgezogen. Sie jagen mich. Ja, Nicht Ihre Schuld. sieht ja schön aus, ja. Warum sind Ich Sie habe gar nicht hier? gemerkt, Sogar dass ich Ihre in der Augen Hinsicht haben was Sie mich freigeschalten gefunden. hatte. Ja. Halt! Wer erzählt hier was? Ah, das sind wieder die Teile, die hier wachsen. Fast als wollten Sie mich aufhalten. Mädel, mach mal ordentlich. Ich sehe doch hier nicht so. Mein Gott, da ist ja krass drauf, der Berg. Schaut euch das an. Jetzt 0,59 haben das bloß geschafft. Finde alle Sammelobjekte im Fundament. Das war jetzt wirklich knapp. Ich bin nicht mal geschwebt. Jetzt ist aber auch mal gut mit dem ganzen Zugebaue hier. Ich lasse euch ja schon in Ruhe. Bleiben können dann, oder wo wir wieder hinkommen. Ich bleibe natürlich nicht hier. Hier ist Direktorin Faden. Ich brauche Verstärkung an diesem Standort. Niemand sonst hört das Haus. Ihre Ohren sind verstopft von Lügen. Uns wurde der Weg hineingezeigt, damit wir helfen. Doch wir sind denselben Parasiten an Hand. Falls man jetzt was doppelt gehört hat, ich habe vergessen, ich hätte das Netz nicht erkannt. Mein Fernseher leise zu machen. Sorry. Unterer Knotenpunkt.
Ja, da ist doch schon wieder. Mir ist es hier zu ruhig. So, was gibt's hier alles? Oha. Marshall? Sie leben. Bald erkennst du uns oder dich oder ihn oder sie oder die anderen nicht mehr. Familie ist tot und Mauern eingerissen, doch die Gelb und Rot erscheinen. Verdammt! Der Spiegel dreht es herum, macht es richtig. Wir wichsen ihn durch alles. Das werdet ihr nicht bekommen. Ihr könnt mich mal. Oh, aber natürlich doch. Ich spiele das brave Mädchen. Sie müssen noch nicht wissen, dass ich Ihnen auf der Spur bin. Wenigstens noch nicht. Ja, das kannst du gerne tun. Es kann natürlich auch sein, dass die eventuell auch Gedanken lesen können. Ja. Okay. Okay, ich kam von... Ach, nicht Kartikograf. Kartikograf. Was ist mit dir los? Soldaten erstmal anschubsen. Okay, wenn ich von... Ich kam mir direkt auf... Welche Seite kam ich denn direkt drauf zu? Ich glaube, dort. Also kann ich ja hier mal rausgehen. Oder auch nicht. Zum Knotenpunkt zurück, das würde bedeuten, ich... Wenn hier jetzt... Ah, nein. Obwohl, ich hatte zwischendurch war ja auch eine Schnellreise. Was ist denn hier los? Wie soll ich denn da zurückkehren? Drüben in das Dunkel? Das glaube ich nicht. Nein. Was ist denn das jetzt? Genau, so will ich das wissen. Was haben wir denn hier? Es wird dunkel. Ist das normal? Okay. Ich habe schon überlegt, wenn hier keiner spricht, dass ich eine mystische Musik einspiele. Auf jeden Fall werde ich hier zurück. Geschickt praktisch. Und das ist doch Marshall. Das ist doch diese Frau Marshall.
Boah, komm, ey. Wenn das Ende auch so abläuft, das ist ja nichts, das ist ja wirklich, dass keiner spricht. Und ich sag's zum tausendsten Mal, ich spiele dieses Spiel auf der Xbox Series X. Es ist für die One gemacht und ich kann leider nichts dem entgegen als The Foundation. Oh, jetzt habe ich die Foundation nur angefangen. Das ist ein DLC, den ich mir auch gekauft habe. Downloadable Content, ja, DLC. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss ein bisschen reden, wenn das hier so dunkel bleibt. Okay. Ich dachte, ich wüsste als Direktorin jetzt, wie man die Dinge schaukelt. Aber so einfach ist es nicht. Ich muss der Behörde eine Richtung vorgeben. Sie muss unseren Zielen dienen, nicht denen des Rates, was auch immer die sind. Ich muss meinen Weg gehen. Ja, ich muss meinen Weg gehen. Natürlich muss ich meinen Weg gehen. Jetzt habe ich das wohl erledigt. Und die Foundation ist wohl jetzt erschienen, jetzt erst, dieser DLC. Könnte sein, ne? Wenn man eine Weile spielt, dass es vielleicht erst jetzt erschienen ist. Moment, mal schauen, was es überhaupt zu machen gibt. Ausreißen. Jemand, mit dem ich sprechen kann? Wenn sie spricht, ansonsten gehe ich hier wieder raus. Da diese Nagelgeschichte erledigt ist, sollte ich wohl zurück in die Geschäftsleitung. Oder ich stöbere noch ein bisschen herum. Nur ein bisschen. Hat der Nagel irgendwie reagiert, seit wir ihn repariert haben? Definiere Aktivitäten. Irgendwas Ungewöhnliches? Definiere Ungewöhnliches. Emily. Sorry, aber die Antwort lautet absolut. Seit er repariert wurde, erzeugt der Nagel ein konstantes Feld aus, tja, einer Art schwacher Strahlung. Sie scheint jegliche biologische Materie im Umkreis zu unterdrücken. Das erklärt, warum hier nichts wächst und warum die Behörde den Bereich verließ. Längere Bestrahlung hätte bestimmt neurale Prozesse beeinträchtigt. Warte. Kam das Feld, als ich den Nagel gesäubert habe? Daran dachte ich auch, aber die Werte des Nagels sind anders als an gesäuberten Kontrollpunkten. Ich denke, das Feld erzeugt der Nagel selbst. Tatsächlich glaube ich, dass es passiv Korruption durch das Zischen verhindern würde, wie die HAV. Und ich frage mich, was passiert ist, als du den Nagel gesäubert hast. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hat der Rat den Nagel durch das Zischen korrumpieren lassen? Sollte ich ihn säubern? Wenn ja, warum? Was weißt du über Direktor Northmore? Also, er war Direktor Trenchs Vorgänger. Und Northmore ist bekannt als der erste vom Rat ernannte Direktor. Bevor wir das älteste Haus fanden, wurden Direktoren von Komitees aus alten Männern im Anzug gewählt, die Cognac tranken und Zigarren rauchten. Banale Standardmethoden eben. Ich denke, das richtige Wort wäre bürokratisch. Oder antiquiert. Egal, Northmore musste letztendlich. Naja, das müssen wir nicht vertiefen. Seltsamerweise verließen die einzigen beiden vom Rat ernannten Direktoren die Position unter ungewöhnlichen Umständen. Wie setzt der Rat wohl seine Direktoren zur Ruhe? Er wird ihnen wohl kaum eine goldene Uhr schenken. Sorry, Jesse, ich wollte damit nicht sagen, dass. Keine Sorge. Wenn jemand vor die Tür gesetzt wird, dann der Rat. Was weißt du über ein Wesen namens Gestalter? Habe ich noch nie gehört. Hast du mehr Details dazu? Also, stell dir einen einäugigen Käfer vor. Er war wohl Teil des Rats, doch dann passierte etwas und jetzt ist er getrennt? Interessant. Weißt du, ich habe mich schon gefragt, ob der Rat ein Wesen, eine Gruppe oder ein Konglomerat bewusster Subjekte ist. Das stützt die Gruppentheorie, obwohl es sich um eine Art körperliches Exil handeln könnte.
Noch zu viele unbekannte Faktoren für eine Hypothese. Aber ich kann das bei zukünftigen Astraltauchgängen priorisieren. Das Glück ist mit den Vorbereiteten. Ja, bitte. Ich sehe mich weiter um. Ich wünschte, ich könnte mit, aber mir fehlen noch 30 Trainingsstunden für aktive Einsätze. Wir werden dran arbeiten. Okay, das war wenigstens... Sie hat gesprochen. Ja. Taktiken, nein, das mache ich nicht. Fungus. Fungusentfernung, das ist immer so Reinigungs... Dinge halt. Entgleist. Ja, Jesse beschließt, den gewandelten Zug zu untersuchen. Das klingt ja mal gut. Der gewandelte Zug. Und dazu muss ich Untersuchungssektor Igel. Siehst du? Ich habe doch gesagt, wir sterben hier unten. Niemand stirbt. Erzählst du für den Unsinn? Okay, der Zug, den möchte ich mal auch mal untersuchen. So, möglichst in der Nähe. Ah, wir sind auch schon in der Nähe. Auf geht's zu dem Zug. Ich muss ja, schätze ich mal, auch die anderen sozusagen Nebenmissionen machen. Also ich weiß nicht, was Haupt- und Nebenmission ist jetzt direkt. So, der Zug. Das ist der Zug hier vorne. Den habe ich hochgefahren, wo ich gegen den... noch. So, sind alle drin? Sind alle drin? Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Tritt mit dem Zug in Kontakt. Wow. Das ist ja schön. Rausgehen. Es ist jetzt keine gute Idee, wieder rauszugehen. Ich muss mit dem Zug in Kontakt treten. So, bei mir ist natürlich, ich höre wieder nichts. Ich glaube, die Geschichte wird hier erzählt. Deswegen habe ich mal nachgeschaut. Oh mein Gott, Feuer, Feuer! Bitte bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Auf Ihren Plätzen. Kein Grund zur... Hey, setzen Sie sich. Alle festhalten! Bei mir geht das nicht. Bei mir geht das nicht, Dingschi. Oh, Wahnsinn, ey. Hätte ich jetzt nicht gedacht, war schon erschrocken jetzt. Entschuldigung, Fräulein, haben Sie eine Fahrkarte? Das ist ziemlich düster, was. Hoffentlich müsste sie nicht nochmal durchleben. Sieht aus wie ein alter ZZ Ten Vistadome. Dylan hatte ein Buch über Züge, das ich mit ihm gelesen habe. Später saß ich auch in solchen Zügen. Meist ohne Fahrkarte. So, das Ganze ist jetzt wohl abgeschlossen. Die Sache mit dem Zug ist jetzt abgeschlossen. Noch mehr Chaos.
Ausreißer. Oh ja, ich liebe Ausreißer. Längstens Ausreißer, längsten. Bitte Jesse verschiedene gehandelte Objekte, die aus Panoptikum entkommen sind, zu säubern und zurückzuholen. Er warnt Jesse, dass ihr Verhalten unvorhersehbar geworden ist, da sie vom Zischen befallen wurde. Ich weiß jetzt gar nicht. Säubere Briefe, das habe ich schon gesucht ohne Ende, ich habe es nicht gefunden. Noch mehr Chaos, versenge die Dunkelheit. Jesse hilft Ahi dabei, die Dunkelheit in verschiedenen Teilen des Untersuchungssektors. So eine richtige Hauptmission gibt es eigentlich da keine jetzt so richtig. Ja, der Zug ist sauber. Der Zug ist entzischt. So, wo geht's jetzt hin? Ach, ich bin doch gerade wieder dort. Jetzt nochmal hier rein und nochmal. Soll ich das jetzt hier alles machen? Dunkle Dinge weg hier, also in der. Hier ist ja gar nichts, was ich. Mittendrin, aber ich habe keine Ahnung. Was ihr von mir wollt. Der Zug ist befreit von allem Möglichen. Hier. Das kriege ich nicht weg. Das kriege ich nicht weg. Weiß nicht, wie man diese Teile tötet. Da brauche ich noch was dafür. Gleich so fallen. War das jetzt wieder ganz? Jetzt bin ich sowieso weg von hier. Ich schaue mich nochmal. Also ich muss die eine Mission, das gehe zur zentralen Forschung. So, und das sind alles 9 Minuten. Ich glaube, das sind alles so Missionen. Zentrale Forschung, ja, die ist da. Ich glaube,
glaube, da musste ich auch mal hin, um diese Briefe und alles Mögliche zu finden. Aber ich habe die nicht gefunden, Leute. Ich habe einen Brief habe ich gefunden, ja. Zentralen Forschung. Sicherknoten. Das sind wieder Wellen, ne? Sein zentrale Forschung. Ich hasse diese Dinger, die in die Luft fliegen. Natürlich ganz oben, ja. Ist der nächste. Wo ist der nächste Knoten? Wo ist das nächste Teil? Knoten abgeschlossen. Es war ja nicht wirklich jetzt was die Mission war. Alter. Nicht doch mal. Das erscheint immer wieder. Das ist eben das. Die Ausreißer, ja. Reisen konnte. Wo stehe ich überhaupt? Ah, okay, ich bin kurz davor. Ich stehe doch kurz davor. Oder nicht? Oder ist das unten? Ja, vielleicht hat jemand für mich was. Ich bin jetzt wirklich jetzt, ja, die isolierten, die fliegenden Briefe. Ich hab keine Ahnung, wo ich die finden soll. Ich bin hier schon rumhergerannt in den Geistern. Komm, lauf. Seien Sie vorsichtig, Mann. Der Bereich ist unter Quarantäne. Ich würde da nicht reingehen, ohne zuerst mit Underhill zu sprechen. Selbst dann. Spricht sie? Höre ich sie? Brauchen Sie etwas?
Ich nehme an, Sie bleiben bei uns, bis der Fungus ausgelöscht ist. Auf jeden Fall. Bis ich eine permanente Lösung für dieses lästige Fungusproblem gefunden habe, bleibe ich hier. Vielleicht sogar länger, da wir ja momentan mit Personalmangel zu kämpfen haben. Ohnehin kann ich ja über mein eigenes Kommen und Gehen nicht bestimmen. Ihr ältestes Haus öffnet die Ausgänge ja erst, wenn all diese zischenden Monster beseitigt sind. Schön, Sie an Bord zu wissen. Haben wir den Fungus bald unter Kontrolle? Wir konnten sein Wachstum nur mühsam mit kontrollierten wöchentlichen Bränden eindämmen. Sehen Sie, wie weit er in den paar Tagen ohne weiteres Zutun gewachsen ist? Er ist jenseits des Grenzbereichs. Die Schleusen sind geöffnet. Das heißt also nein. Die Amis. Da Darling fort ist, habe ich Emily Pope zur Leiterin des Forschungssektors gemacht. Ist Ihnen das recht? Absolut. Ihr habt Excalibur aus dem Stein gezogen und herrscht jetzt, wie es euch beliebt, Eure Hoheit. In welch einer schönen Meritokratie wir doch leben. Freut mich zu hören. Ich hatte einen Traum. Oder etwas in der Art. Darling war auch da. Er sagte mir etwas, doch ich weiß nicht mehr was. Ich denke, dass er fort ist. Ah, nun! Er ist nie dort, wo man ihn erwartet, nicht wahr? Gott sei Dank. Endlich muss ich diese leidlichen Berichte nicht mehr schreiben. Er hat sie bestimmt nie eines Blickes gewürdigt. Wenn Sie wieder mit ihm sprechen, sagen Sie ihm, dass... Ich hoffe, dass er gefunden hat, wonach er suchte. Ich versuch's. Ich sollte zurück an die Arbeit. Bis später, Rhea. Dr. Underhill, bitte. Auch kommen Sie nicht wieder, wenn Sie was zu sagen haben. Ja, das war auch sehr freundlich. Sehr freundlich und zuvorkommend. Dr. Underhill. Oh, wo war jetzt überhaupt? Mein Gott, ich stehe schon wieder. War da nicht hier irgendwo? Ich will reisen, ja, das ist doch hier zu sehen. Wieso ist es denn nicht hier? Geht's nicht. Na geh auch bitte. Nicht so kompliziert machen. Na, ich will ja eigentlich, muss ich ja hier hin. Und zwar das finden. Diese fliegenden Briefe, und das werde ich, glaube ich, jetzt nicht finden. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Denn es gibt hier was, was mich da stört an der ganzen Geschichte. Ich müsste hier geradeaus, ist klar.
Das ist hier oben. Hier oben wird mir angezeigt, dass ich dorthin kann. Aber ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Seht ihr das? Ja. Ich habe null Ahnung. Es gibt weder hier einen Zugang. Boah, ihr könnt mich einmal irgendwie normal suchen lassen, ohne dass ihr explodierenden Kunden wiederkommt. Nur zeigen, meine Güte. Hier gibt es keinen Zugang. Ja. Das wäre nämlich jetzt hier links drüben, das Ganze, die Geschichte. Das ist der pure Beton. Beton. Ansonsten gibt es hier nichts, was mich irgendwie dorthin bringen würde. Ja. Hier ist ein Untersuchungsbereich, hier ist nur ein Labor. Kann ich es noch mal genauer zeigen. Nicht runterfallen. Och, Mädel, du nervst. Weißt du das? Die ganze Zeit konnte ich es richtig zeigen. Und mir zumindest anschauen. Und jetzt fällt die andauernd runter. Da, oben. Da komme ich nicht hin. Ich komme da einfach nicht hin, nicht. Ah ja, jetzt kommt wieder das komische Teil. Also sprich, das ist nicht hier. Eins weiter oben. Was ist das hier? Nein. Ist es nicht. Ja, genau. Ich bin ja hier runter wieder gefallen. Hier kam ich auch schon zigmal hoch wieder. Ich bin eigentlich nur noch am rumlaufen und finde einfach keinen anderen Weg. Hier ist es irgendwo was wäre.
gehe ganz stark davon aus, dass das hier drüben oben ist, wo ich hin muss. Und wenn ich hier weiterlaufe, dann komme ich nur geradeaus. Wenn ich mich hier rumdrehe, dann drehe ich mich andersrum. Wenn ich mich hier rumdrehe, drehe ich mich richtig rum. Da ist das Fragezeichen, da ist das, was hier oben so klingt. Das ist meine innere Stimme, die mir da was sagt. Und damit komme ich hier nicht rein. Das ist so ein Mist. Ich sehe auch nicht, von wo ich da kommen sollte. Toll! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, was uns wieder hier zubringt, was eine Möglichkeit gewesen wäre. I'm a little bit genervt. Just a little bit. Wieso tust du dir weh? Ich habe doch was genommen dagegen. Weil hier kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt hier. Außer das Teil, was ich hier finde. Och Mensch, lauf ordentlich. Das ist ja wirklich, ey. Suchst du hier den Arsch ab, dann verlernt ihr wieder das Laufen. Ja, auch sinnlos. Kein Zugang, nichts. Nur Büros, die in die andere Richtung gehen. Ja, in dem Sinne, ich habe den Zug entzischt und mehr kann ich erstmal nicht machen. Ja, werde ich mich erstmal verabschieden hier von Control. Tut mir leid, dass ich hier nicht weiterkomme. Ich weiß es einfach nicht. Ich hänge hier fest. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören hier bei Control. Ich bin weg. Tschüss. Ja.